So, moin Leute und herzlich willkommen hier zur neuen Folge Auferstanden aus Ruinen. Ich bin der Tobi. Ich spiele das Spiel hier gerade live auf Twitch. Wenn ihr jetzt natürlich die Folge seht, ist nicht gesagt, dass ich gerade live auf Twitch bin. Ganz wichtige Info. Wenn ihr aber zukünftig keine Folgen und andere neue Projekte verpassen wollt, schaut auf Twitch vorbei. Da werdet ihr dann immer schön sehen können, was jetzt schon im Vorfeld passiert. Was mir auch wichtig ist, jetzt gerade hier an meine Zuschauer auf Twitch, spoilert nicht unbedingt die Leute auf YouTube, weil ja, es muss ja nicht zwingend sein. Neubrandenburg, da habe ich dann nicht Leute hingeschickt. Oder sind die schon wieder tot? So, hier, ja, da kommen gerade ein paar Truppen eigentlich. Ja. Rein da. Ja, ab ins Museum. Aber ihr könnt auch einfach als Scharfschütze agieren. Ja, unsere öffentlichen Finanzen sind schlecht, das weiß ich. Ihr bringt den bitte noch um, oder die, besser gesagt. Ihr geht ins Revier. Jetzt muss man wieder rausgehen. Ah, oh, ist das nervig. Ab rein da. Jetzt wird's sportlich. Ihr geht alle mal hier hin. Ihr kriegt's wegverteidigt, das weiß ich. Das Museum ist jetzt erstmal irrelevant. So, ihr habt das wegverteidigt, das war wichtig. Ihr rückt hier hin nach. Ihr nehmt das hier und greift die drei Panzer an. Verlieren ordentlich Truppen. Gut, haben wir wegverteidigt. Das ist auch schon mal sehr wichtig gewesen. Granatsalve, wobei das ist übertrieben eigentlich auf die, aber das sind 100 Leute. Ihr dürft jetzt auch mal zum Angriff blasen. So. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Ihr könnt mal hier bleiben. Ihr rückt jetzt hier vor. Dieser Streik hat jetzt das Ganze. Wenn der Streik mal jetzt gleich nicht anders in den Griff kriegen, müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ab wieder nach Schwerin. Und moin VGGGHGGG. So, du kümmerst dich jetzt bitte um die hier alle. Es wird langsam echt kritisch. So, ihr geht den Panzern hinterher. Jetzt sind wir mit ganz Europa bald im Krieg oder mit der ganzen Welt sogar. Da wäre eigentlich echt kein Bock drauf. So, gehört die Provinz jetzt uns? Ja. Grenzen verändert. So, ihr kriegt von uns auch ein bisschen Geld dafür, das ist kein Problem, aber dann möchte ich Frieden haben. So. Oh nee.
So, zieht ihr euch jetzt alle zurück. Bitte. Boah, ey. Jetzt können wir nur hoffen, dass es funktioniert. Unsere Jungs haben große Arbeit geleistet. Ja. Die ziehen ab. Ja, schaut auf das Wachstum. Das weiß ich doch alles. Jungs, ihr braucht nicht mehr streiken. Ja, aber jetzt dadurch, dass ich mit Deutschland ja Frieden geschlossen habe und die ja nur im Grunde mit mir Krieg hatten, weil ich mit Deutschland Krieg hatte, haben die sich jetzt auch zurückgezogen. Oh, ey, das war jetzt echt hart, hart, hart an der Grenze. Hallo? Ja, das ist mir alles egal. Die Runde ist total hysterisch. Die haben sie ohne zu zögern abgesetzt. Finanzen, ja, unser Defizit ist halt richtig, richtig bescheiden. Das ganze Land hasst sie. Okay, das ist das machen wir jetzt einmal noch weg. Als müsste ich einen neuen Job suchen. Ja, dann such dir einen neuen Job. Vielleicht sucht die Opposition ja noch Leute. Also, alles Gute dann. Und viel Glück. So, jetzt müssen wir mal warten. Ja, das ist mir egal. Ach nee, jetzt sind wir wieder im Krieg mit was weiß ich wem alles. Nee. Ja, jetzt setz mich nochmal ab, das ist okay. So. Jetzt muss ich unsere Wirtschaft erstmal kurz erholen. So. Kein Sieger. Und jetzt warten wir mal. Ja, die Resolution ist mir egal. Schon wieder Cyberattacke gegen uns. Aber wir haben ja jetzt Frieden mit Deutschland. Flüchten jetzt gerade wieder einige? Ich mache jetzt gerade echt gar nichts. So. Jetzt sieht es doch finanziell wieder besser aus. Und jetzt müssen wir erstmal, ja, Cyberattacke gegen unsere Armee, das ist okay, können wir jetzt nichts machen, aber was soll's. Gut. Jetzt haben wir zumindest mal Frieden wieder. Auch wenn das jetzt natürlich mit dem Gottes Beitool war. Wir haben aber die Provinz schon eingenommen gehabt. Haben sogar ein bisschen was für Sachsen-Anhalt bezahlt. Das Paket wurde geliefert. Dementsprechend, ja. Wie... Du solltest für den Beginn mit ein paar Sachen in den Verstaatlichen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber. Ich glaube, wir machen jetzt 5er Pakete. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Jetzt erklären die uns schon wieder alle den Krieg. Warum denn? So, hier unveränderte Grenzen. Ihr habt gar kein Recht, jetzt hier irgendwie großartig euch so aufzuführen. Ah, das war nur ein Bug. Okay. Fünfer Pakete. Validieren. Auf geht's weiter. Weil sonst klicken wir uns jetzt hier wieder dämlich und das muss echt nicht sein. Naja, das mit dem Verstaatlichen ist halt so ein Problem. Dafür muss man erstmal Geld haben, um Geld ausgeben zu können.
Und das ist gerade eher das Problem. Und deswegen gibt es jetzt auch gerade noch keine wirkliche Verstaatlichung von mir jetzt. So, Polen ist mit uns auch im Krieg. Hauptkonflikt Deutschland. Ja, da ist aber beigelegt. Von daher rafft euch doch mal. Und moin, Paddix Blocks. So, hier. Was sagt ein Wohnungswesen? Machen wir hier wieder was für die Leute. Das ist ja nur minimal was, aber es ist positiv. Arbeit finden wir mal reinschauen. Arbeitslosenquote 0,1%, das ist nichts. Das macht so wenig aus, dann machen wir uns noch unbeliebt. Das muss auch nicht sein. Wir können mal in die Bildung reinschauen. Boah, das ist ein bisschen arg teuer. Wobei, wir haben 2,8 Milliarden. Müssen wir hier mal reinschauen. Schulen können wir bauen. Oh, es lohnt sich eigentlich fast nicht. Egal. Bisschen was tun. Ne, wir wissen nicht, wenn der neue Power Revolution Teil kommt. Vielleicht ist er zum Zeitpunkt, wo hier die Folge rauskommt, schon draußen. Das kann ich leider nicht sagen. Ey, komm. Das ist mir so egal. Hier, Polen. Der Konflikt, der ist hier doch eigentlich schon rum. Der Parteibudget, da brauche ich nicht groß drum gucken. Wo werde ich hier angegriffen? Was wollt ihr hier? Verzieht euch. Das ist meine Stadt. Schon wieder Cyberattacke. Also Parteibudget brauchen wir gar keine Sorgen machen. Wir haben, bevor wir uns hier entsprechend aufgestellt hatten, ein bisschen Kohle uns angeschäffelt. Auch Flugkörper, ja, da haben wir 31.800. Was ist mit Nordkorea passiert? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die haben sich jetzt alle auf uns konzentriert. So, der Hauptkonflikt ist noch da, die Details. 400.000 Tote bei Nordkorea, 43.000 der USA, aber der Krieg schwillt immer noch. So, wir müssen jetzt aber erstmal wirklich hier wieder unsere Armee aufrüsten. Da führt kein Weg dran vorbei, weil wir brauchen jetzt definitiv mehr Panzer. So wie es jetzt gerade eben war, so können wir nicht mehr in den Krieg ziehen. Das ist einfach, ja, tödlich. Wortwörtlich. Und das muss echt nicht sein. So, das heißt, jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen Rumgeklicke. Ohne dass jetzt groß was passiert. Schon wieder ein Streik oder was? Ja, die Grenzen sehen schrecklich aus. Auch der Chat wollte das. Wir haben hier extra eine Abstimmung gemacht. Und der Chat hat dafür votiert, die Grenzen so zuerst zu machen.
Und dementsprechend habe ich mich dann gehalten. Mal jetzt hier 10er-Pakete. Damit wir wenigstens einigermaßen Panzerkraft haben. Auf den ja, das ist okay. Wir müssen eh warten, bis wir wieder genügend Berufssoldaten haben. Wir haben jetzt gerade nur 10.000 Stück, das ist einfach nichts. Und das ist echt übel. Deswegen jetzt erstmal hochrüsten. Gehört ja auch dazu. Oh, mal schauen, vielleicht mache ich das auch wieder offscreen. Aber das ist jetzt nicht so berauschend und spannend. So, wieder ein nächstes 10er-Paket. Ah, war jetzt blöd, egal. Ich kann es ja direkt unten validieren. Indem ich hier draufklicke. Aber wir brauchen echt richtig viele Truppen jetzt wieder. Weil jetzt haben wir gesehen, dass jetzt gerade eben im Grunde die komplette Welt gegen uns war. Und das schaffen wir mit unseren paar Truppen halt so rein gar nicht. Das war echt naiv von mir, so in den Krieg zu ziehen. So, auf die Frage im Chat, ob ich Streaming-Zeiten habe, so ungefähre Streaming-Zeiten, leider nicht wirklich. Es kommt immer darauf an, wie fertig ich nach dem Arbeiten bin. Die Chancen, dass ich streame, ist am Wochenende meistens relativ hoch. Ja. Und dann ab und an mal unter der Woche, so wie ich halt fit bin. Aber man muss dazu sagen, ich stehe morgens um 5:30 spätestens auf und komme abends so gegen 4:30, 5 heim. Und da ist dann meistens schon so, dass ich dann echt fertig bin. Aber ich habe es eigentlich schon vor, regelmäßiger zu machen jetzt wieder. So, hier weiter, MacPom, jetzt haben wir es dann aber auch bald. Und wir tun ja der Wirtschaft was Gutes. Was ich mich jetzt gerade frage, mal angenommen, ich privatisiere den Panzerbau. Sprich, ist in meinem Eigentum. Wenn ich jetzt bei denen dann was in Auftrag gebe, dann denen bezahle, dann ist doch eigentlich so, dass ich auch wiederum direkt das Geld kriege. Okay, Stufe 4 geht nicht. Stufe 3 können wir selber herstellen. Das ist sehr gut. So, auch am 2.2. Ich arbeite als Elektriker, Theodor. Nein, nicht. Hier, Stufe 3. Und da muss man halt entsprechend morgens in der Firma sein, damit, wenn man, also ich habe einen Fahrtweg zur Firma von einer halben, dreiviertel Stunde. Und das muss man halt mit dazu rechnen. Und das geht halt relativ, also würde ich jetzt mit dem Fahrrad fahren zum Beispiel, bräuchte ich eine halbe Stunde, aber dann müsste ich halt abends einen ordentlichen Berg hochfahren und da habe ich einfach keine Lust, wenn ich dann den ganzen Tag gearbeitet habe. Und was auch noch dazu kommt, dass je nachdem, wo ich jetzt dann gerade auf der Baustelle bin, wo die Baustelle beheimatet ist, sage ich jetzt einfach mal, kann es auch sein, dass ich auf dem Heimweg einfach irgendwie rausspringen kann. Und ich dann einfach einen kürzeren Heimweg habe. Und dann ist natürlich so ein Fahrrad auch hinderlich. So, jetzt wie sieht sie aus? Vom BIP sieht es noch ganz gut aus. Das heißt, wir können noch ein bisschen was bestellen. Wo wir dann im Februar geliefert kriegen. Das heißt, bis Februar müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten. Aber das tut uns auch nicht so schlecht.
Hubschrauber kriegt man nirgends her. Hubschrauber hier. Können wir selber machen. Das ist auch sehr gut. Aber die sind schon echt teuer. 127 Millionen. Aber das juckt uns hier relativ wenig. Da gab es irgendwo einen Schuss. Ich hab's gehört. Aber wo der Schuss herkam, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser neuen Folge Auferstanden aus Ruinen. Ich bin der Tobi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.